Was geht, meine Sportsfreunde? Euer Trainee dann wieder mal am Start. Ja, ich wollte eigentlich schon viel früher die Cam anschmeißen, aber es ist jetzt 4 Uhr. Nicht mal 4 Uhr, doch 4.30 Uhr, genau. Es ist jetzt 4.30 Uhr und ja, wir sind auf dem Weg zum Flughafen, meine Freunde. Ne, genau, wir fliegen von Frankfurt am Main und ja, müssen jetzt erstmal mit dem Zug. Wir sind hier gerade in Berlin noch am Hauptbahnhof und ja, steigen jetzt in den ICE, fahren 5 Stunden ungefähr, wa? Und ja, dann sind wir am Frankfurt am Main, an dem großen Flughafen und von da aus geht es direkt nach, werdet ihr noch sehen, wohin es geht, ne? Lasst euch überraschen. Ich würde sagen, wir sind gut ausgestattet. Ganze Ecke gebunkert unterm Koffern. Wir sitzen im Zug. Es war zwischenzeitlich doch ganz schön knapp. Ne? Wie gesagt, deswegen konnte ich auch nicht wirklich filmen. Aber ja, jetzt sitzen wir im Zug, können jetzt erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Der erste Stress ist vorbei. Ne? Wir haben unseren Zug bekommen. Ja, wie gesagt, jetzt geht es nach Frankfurt am Main. Und da wird es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen stressig, aber wir haben genug Zeit. Um 10 Uhr kommen wir an. Es ist jetzt 4.47 Uhr. Die Nacht war auch sehr kurz. 2-3 Stunden haben wir gepennt. Und haben jetzt noch eine Menge vor uns. Hier wird schon fleißig gesnackt. Ja, ja, ja. Dort auch, genau. Oh, jetzt geht's los. Oh, siehst du, willst du Schach spielen? Ja, wir lernen nämlich gerade fleißig Schach, ne? Siehst du, schon 4 Jahre und wurde ja langsam Zeit, dass ich mal Schach kann, ne? Das Special Reise Schach. Magnetus Maximus. Nette Grüße an Thomas und Katharina. Wir denken an euch. So, meine Süße, jetzt haben wir es wunderschön aufgebaut. Und jetzt geht's los, ne? Unsere Party. Stunden vor uns. So, in 10 Minuten sind wir da, also an dem Zwischenstopp. Wir müssen nämlich einmal umsteigen. Wir haben 9 Minuten Zeit, den nächsten Zug zu erwischen. Also ganz schön knapp, aber das schaffen wir. Sind wir in Hanau gleich und dort steigen wir um und dann müssen wir noch mal eine halbe Stunde fahren und dann sind wir Frankfurt am Main Flughafen. Dann geht's weiter, dann geht's in die Luft. So, Freunde, das war jetzt eine harte Tortur hier mit unserem Gepäck, aber wir haben es geschafft. Pünktlich auf Gleis 102 warten wir jetzt den nächsten Zug. Pippi ist fleißig am Anmelden, Papierkram machen. Leicht gestresst. Und die Kids haben ihren Fun, ne? So, Freunde, der kleine Mann hier braucht immer eine frische Buchse und nimmt hier den LAN auseinander, ne? Ja, ja, so ist das, das gehört dazu, ne? Herr Größer? Gleich heißt es einchecken, Sicherheitskontrolle, bliblablub. Und dann geht's ab ins Flugzeug. Und dann heißt es 12 Stunden fliegen, meine Freunde. Also ihr merkt schon, wir fliegen ganz weit weg. Da startet ein Flugzeug. Wir sitzen jetzt hier bereit zum Boarding. Wir müssen jetzt warten, bis wir aufgerufen werden und dann können wir endlich rein ins Flugzeug. Wir haben jetzt komplett die ganze Prozedur durch, weil wir halt eine Maskenbefreiung haben und da wurden wir bestimmt 8-9 Mal nach unserem Attest gefragt und kann ich ja verstehen in einer gewissen Art und Weise, aber ja, war schon ganz schön penetrant, ne? Und dann auch beim Einchecken, also bei den Security, wo wir unsere ganzen Elektrosachen und unsere Taschen leer machen mussten, da wurden wir komplett auseinandergenommen. Und die meinten mir, das fand ich schon heftig, da sagen sie zu mir, also sie sagen zu meiner Frau, sie sagen, ja, um weiteren Stress zu vermeiden, setzen sie doch einfach die Maske auf. Also das würden wir gerade ihrem Mann raten, so wie er aussieht, um weitere Schwierigkeiten zu vermeiden. Ne? Da dachte ich mir auch so, ne? Ihr Mann, wie ihr Mann aussieht. Also das fand ich, die Aussage fand ich schon ein bisschen eklig.
Aber gut, was soll man machen? Ja, jetzt sitzen wir hier, warten, bis wir rein können. Wo geht's hin? Wisst ihr ja noch gar nicht. Es geht nach Cancun, meine Freunde. Ab über den großen See, übers große Wasser sozusagen. Und ab Sommer, Sonne, Sand, Strand und Meer. Nochmal Sonne, Sand, Strand, Meer. Ja. Genau. Sonne, Strand und Meer. Ja, Sonne, Strand und Meer, genau. Und Wolken. Genau. Und Wolken. Richtig. Mexiko, ne, war sehr attraktiv, weil es dort auch keine gesonderten Maßnahmen gibt, irgendwie, ne, dass du dich impfen lassen musst oder was auch immer. Also da kommst du ohne Sorge rein. Deswegen ist das Land sehr, sehr, sehr sympathisch. Und ja, deswegen fliegen wir nach Mexiko, Cancun, meine Freunde. Und wie ich schon erwähnt habe, nehme ich euch natürlich mit und erleben zusammen das Land, würde ich sagen. Wir werden alles abchecken und ja, mal gucken, was wir so erleben. Ne? Also wir sehen uns gleich im Flugzeug. Geschenke. Genau. Mein Maskenattest, bin ich nicht ganz drumherum gekommen. Trotz Maskenattest musst du eine Maske tragen. Aber gut, zur Sicherheit aller anderen. Ne? Dafür, dass wir dann nach Mexiko haben. Genau. Also. Genau. Dann nehmen wir das in Kauf, ne? Die Atemnot und das Ohnmächtigwerden. Ich kann mich entsinnen, damals wurde es noch live vorgeführt. Heute wird einfach ein Film abgespielt. Aber Hollywood-Film. High Quality. Das ist hier die schicke Tüte. Jetzt machen wir ein Unboxing quasi. Heute. Bester Qualität. Wir haben ein Säckchen, meine Freunde. Falls du kalte Fuß bekommst, ne? Weil wie man sieht, ich habe sieht man nicht, meine Schuhe auch schon ausgezogen. Vegetarisches und Mama hat auch was Veganes, oder? Ich habe Vegan. Ja, ich habe vegetarisch, ne? Ja. Genau, das Richtige hier für uns. Dankeschön. Schön, langsam, Schatzi, warte mal, ich helfe dir gleich. Ah, guck mal, Schatz. Nice. Sieht ja lecker aus. Sieht lecker aus. Da war mal meins auch. Kids sind fleißig am Malen. Sieht sehr schön aus, mein Schatz. Ne? Natürlich sind wir ausgestattet, auch mit fresher Music. Kopfhörer haben wir geschenkt bekommen. Oh. Und Mama ist auch in ihrem Element. Anspitzen. Ja, also ich muss euch sagen, langsam kickt die Müdigkeit rein. Ja, so langsam aber sicher. Ich war auch fast eingeschlafen, aber da muss man hier so ein Formular ausfüllen für die Einreise nach Mexiko.
So, jetzt gab es noch lecker Kaffee, Wasser, ein leckeres Eis. Und was haben wir uns aus dem Eis? Ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Was sagst du? Was haben wir uns aus dem Eis und aus dem Kaffee gemacht? Eiskaffee. Und dort sind wir gerade. Also zwischen bei Halifax. Bei Halifax. Halifax. Wir sind noch 5 Stunden. Ich habe mir ein neues Spielzeug gegönnt für meine Cam. Und zwar ist das ein Ladecase, eine Schutzhülle und gleichzeitig ein Ladegerät. Richtig nice. Zack, da kommt die Cam dann rein. Ja, Nachteil an der Cam, gerade bei hohen Auflösungen, bei zum Beispiel bei 4K-Videos, geht der Akku relativ schnell leer. Ne? Und das ist richtig nice. Mit dem Case ist die Kamera immer voll und hält auch ziemlich lange. Das ne, hat eine sehr gute Kapazität und ja, richtig cool das Ding. Musste ich euch mal zeigen hier. Zack. Richtig nice. Mal ganz so nebenbei, unsere Tochter ist auf Abwägen. Schaut mal hin. Schaut mal hin. Sie ist weg. Wollte unbedingt am Fenster sitzen und hat sich jetzt Freunde klar gemacht. Da hinten sitzt sie irgendwo. Sie am Fenster sitzen so. Und Lino natürlich auch. Er geht gleich hinterher, ne? So muss es sein. Angekommen nach 12 Viva Stunden. Viva la vida, Mexicana! Ja, 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 genau. Sí, hola, hola. Hasta luego. Ja, nice. Jetzt geht's los. Und hier ist es warm. Boah, ja, genau. Hier ist es mega warm. Im Flughafen hast du es noch nicht so gemerkt, wirklich, ne? Weil Klimaanlage lebt. Aber hier ist es mega warm. Kommst raus und ist eine Wand. Mega warm und richtig gut. Und Töchterchen denkt, irgendwo wird warme Luft rausgepustet mit ihrem Körper. Oh, ist das schön. Sonne. Oh, das ist mega schön. Ja, geil. Und wir mit langen Klamotten und ich habe 2 Hosen an und Papa eine Jeans. Ja, also daran müssen wir uns gewöhnen, denn die Mexikaner, die sehen das hier auch alles ein bisschen slow it down, ne? Das kennen wir ja schon ein bisschen von den Spaniern. Vorsicht, Lino, hier ist die Straße, ne? Genau. Jetzt warten wir. Sie macht hier jetzt gerade einen Driver klar für uns und dann geht's ab ins Hotel, in unsere Unterkunft. Mal schauen. Bin gespannt, was uns erwartet. Müde. Ja, wir sind durch. Wir sind jetzt 24 Stunden locker, ne? Und in Deutschland, bei euch ist es jetzt, genau, warte mal, mein Handy ist 1.30 Uhr oder so? 1.31 Uhr, weiß nicht, ob ihr sehen könnt. In Deutschland ist es jetzt 1.31 Uhr und hier ist gerade mal 17 Uhr, glaube ich. 17 Uhr, 17.30 Uhr. Wir sind 3 Uhr nachts. So, unser Auto ist da. Hola, hola. So, guck mal, ne? Jetzt geht's los. So, meine Freunde, jetzt geht's los. Mal gucken, wie lange wir fahren. Ich glaube, das war so 20 Minuten oder so, mal. Mal schauen. Mal schauen. Wenn wir sehen. Hat er schon gesehen? Guck mal, Bagger. So, meine Freunde, wir sind in unserem Domizil angekommen. Hier sind wir auch nur 3 Nächte und dann werden wir uns, denke ich mal, werden wir weiterziehen. Also hier werden wir, denke ich, nicht bleiben. Ein großes Bett, dann haben wir hier noch ein Bett und noch ein Bett. Nice ist die Badewanne, ja, die sieht ganz fresh aus. Toilettus Maximus ist dann dort in der Ecke. Da ist irgendwie eine Kammer, noch mehr Betten und dort außen ist der Pool, da gehen wir auch gleich nochmal runter, weil ich muss nämlich ein bisschen Trinkwasser holen. So, genau, hier geht's runter. Hier haben wir die Pool-Area. Sieht schon echt gemütlich aus, aber ich hatte auf den Fotos eigentlich eine Hantelbank gesehen. Und die Hantelbank ist nicht vorhanden. Ja, hier ist die Küche. Eigentlich alles drin, was man braucht. Ne? Genau. Jalisi checkt ab. Hier ist der Eingangsbereich, ne? Wie gesagt, jetzt nicht das Beste.
aber erstmal ausreichen, um anzukommen. Ja. Also muss ich sagen, der Außenbereich sieht doch echt gemütlich aus. Auf jeden Fall mit dem Pool hier, ne? Ja, das sieht cool aus. Mit dem Foto dort. Aber was ist das? Ja. Oh. Ja, so ein bisschen Eiweißshake. Oh, die Zeitverschiebung kickt so rein. Es ist jetzt hier 3 Uhr und die Kinder sind natürlich wach geworden. In Deutschland sind es jetzt 10 Uhr ungefähr. Wir waren gestern so platt gewesen, weil wir fast 24 Stunden auf Achse waren. Da sind wir um hier mexikanischer Zeit um 21 Uhr ungefähr eingeschlafen. Und naja, jetzt um 3 Uhr sind die Kids wieder wach geworden. Das heißt, wir machen die Nacht zum Tag, meine Freunde.